Hey und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video soll es mal darum gehen, wie ich für meine Tricks übe. Also das ist jetzt der zweite Teil. Den ersten Teil verlinke ich euch gleich mal da oben in dem i. Kleine Reihe basiert ja darauf, dass ich eigentlich mir als Ziel gesetzt habe, den Double Whip Flat zu schaffen. Ich war jetzt am 17.01.2020 eben nochmal hier bei meinem altbekannten Platz üben. Einfach so ein bisschen just for fun, vor allem die GoPro ausprobieren. Deshalb habe ich auch so viel mit der Helmkamera. Also da hatte ich dann auch großteils für das GoPro-Video aufgenommen. Oh, das war jetzt nicht so spektakulär. Und dann war ich gestern nochmal üben. Am 9.02.2020. Bin ich dann vormittags einfach zur Oase gefahren. Auch schon ein bisschen wieder mit dem Ziel, die GoPro auszuprobieren. Da hatte ich dann auch die neue Halterung und habe erst eine ganze Weile so Grind geübt. Also das ist jetzt so mein weiteres Ziel somit. Also Kickless kommt auch noch. Ist jetzt mein weiteres Ziel, dass ich immer so verschiedene Grinds, also dass du dann wenn du grindest, dass du dann nochmal wechselst zu diesem Backside Grind oder Backside Board Slide oder eben 50-50, dass man sowas probiert. Und wenn ich sowas besser beherrsche, war so mein Ziel. Und dann zum Ende hin habe ich, wie gesagt, noch so ein bisschen den Double Whip Flat geübt. Ach, wie soll ich sagen, ich habe es einfach geschafft. War für mich so, jo, probieren wir mal. Und ich glaube, jetzt habe ich auch die Erkenntnis, es ist einfach wirklich, du musst mit genug Schwung, nicht mit genug Speed, sondern einfach mit dem ganzen Körper ein bisschen höher rausspringen, damit du, also so war es für mich zumindest, gibt da wahrscheinlich viele Techniken, oder die Technik wird sich auch mit dem weiterüben, also ich werde das weiter probieren, wird die Technik sich auch noch verändern. Da muss ich dann vielleicht nicht mehr ganz so hoch springen, sondern bin einfach schneller mit dem Drehen. Genau, so habe ich es geschafft. Dann habe ich auch ganz schnell meine GoPro wieder aufgestellt und habe das gefilmt. Und das blende ich euch jetzt hier mal ein. Das war schon ein schöner Moment, muss ich so sagen. Also, ja. Danach habe ich es tatsächlich auch noch so 2, 3, 5 Mal probiert. Da war das dann immer so ein bisschen edgy, also so ein bisschen, bin ich dann mit den Hacken immer noch so auf dem Boden aufgekommen. Aber vielleicht war es auch einfach ein guter Tag, so. Da habe ich mich auf jeden Fall gut gefreut. Und ja, das ist jetzt einfach so ein kleines Update-Video, wer sich für diese Reihe interessiert. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt noch so großartig weiterführen soll. Vielleicht mache ich das, wenn ich mich richtig an den Kickless wage. Vielleicht führe ich das dann weiter. Aber ist auch immer so ein Phänomen, also wenn man die Kamera aufstellt, dass es dann immer nicht mehr ganz so gut funktioniert, weil dann hat man im Hinterkopf immer noch so diese Konzentration, so vor der Kamera ein bisschen das gut zu machen und so. Deswegen, für das Üben ist es vielleicht ein bisschen blockiert, schon fast. Aber ja, ihr könnt mir auch gerne mit eurem Feedback zeigen, ob ihr davon noch mehrere Teile sehen wollt oder ob es jetzt damit genug sein soll. Als Ergänzung dazu nochmal, also ich mache das jetzt ja schon, dass ich immer, wenn ich übe und mal was geschafft habe, dann stelle ich halt so meine GoPro auf und schneid das dann abends mal so ein bisschen zurecht. Also man kann das ja von der GoPro direkt aufs Handy importieren.
schneide ich das dann ein bisschen zurecht und poste das dann eben in der Story. Also das ist, ich habe auch so einen eigenen Reiter hier, Scootering Highlights, so, da sieht man immer so ein bisschen den Fortschritt. Also, aber ich habe mir das so ein bisschen abgewöhnt, dass ich immer, wenn ich übe, die Kamera direkt laufen lasse, weil ist eben schon ein bisschen was anderes. Und was ich eben manchmal auch mache, wenn jemand anders dabei ist dann, und ich mal was schaffe, dann ist es so, yo, kannst du das mal aufnehmen, dass, also damit auch mit der Hauptkamera so, das nehme ich dann für das Scooter-Video Hashtag 7, nehme ich gerade auf, also bei dieser Scooter-Video-Reihe sieht man ja auch immer so ein bisschen den Fortschritt, also das ist dann so, da ich dafür immer nebenbei halt, wenn mal was bei rumkommt, so für aufnehme und ja, das nur mal als Ergänzung. War das einfach, wie gesagt, so ein kleines Update-Video und ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Haut rein. Tschüss.